Hallo ihr Lieben. Auf Anfragen einiger Abonnenten von mir, wie denn diese Beileidskarte gebastelt wird, habe ich mir kurzerhand überlegt, klar machen wir. Ich zeige euch, wie man die bastelt. Allerdings, ich habe nur noch zwei Blätter, werde ich es ein bisschen umgestalten, aber nur ein klein bisschen. Okay. Ich habe schon mal eine Grundkarte zurechtgeschnitten mit den Maßen 28 mal 14 cm und habe die dann auch bei 14 cm gefalzt. Der Aufleger ist in Flüsterweiß und der hat die Maße 13,5 mal 13,5 cm. Wir müssen natürlich ein Blatt haben, was wir auch einfärben. Und ich habe mich Wie gesagt, ich habe noch die zwei übrig von dem vorherigen Video. Ihr habt das ja gesehen. Und die färbe ich mir jetzt ein. Und dann nehme ich auch wieder das Gold und das Silber, Quatsch, Gold und Kupfer. Mache dasselbe wie beim letzten Mal. Mache mir ein bisschen Farbe in den Deckel. Und betupfe mir meine Blätter. Das wird jetzt ein ganz schnelles Video werden. Ihr werdet sehen, wie schnell sowas gemacht ist. Dann nehme ich mir das Gold und tupfe mir das mit dazu. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann gehe ich noch auf das andere Blatt und färbe mir das auch schön ein. Und meinen Finger auch. Ja, gehört dazu, wenn man bastelt, ne? Dass man sich auch ein bisschen einsaugt. Aber ich finde das nicht schlimm. Geht ja alles wieder ab. Gut. Hier ist noch einmal drüber. Okay. Dann machen wir das Ganze wieder zu und lassen das jetzt erstmal trocknen. Ich nehme mir dann immer so ein Feuchttuch und wische mir mal zwischendurch die Finger ab. Also es geht auch wunderbar wieder ab. Dann müssen wir uns ein bisschen Papier zurechtschneiden. Und zwar einmal das Pergamentpapier und ein Stück Flüsterweiß. Nehmt dazu Rester, die ihr noch da habt. Und so könnt ihr das immer alles wieder schön verwerten. Jetzt muss ich kurz überlegen, welche Maße schneiden wir das denn? Ich hole mir mal die Karte nochmal her und messe mir das mal aus. Also das hat jetzt hier die Maße 10 cm mal 3,2 cm. Ich möchte es aber ein bisschen kleiner halten. Und zwar mache ich es mal auf 9,5. Schreibe mir das mal auf. Mal 9,5 mal 3. Und den oberen. Machen wir 9 mal 2,5. Okay. Hol ich mir das Schneid- und Falzbrett.
Wie gesagt, wir schneiden das jetzt auf 9,5 cm mal 3. Und das oben für oben drauf 9 cm mal 2,5. Und das Ganze bestempeln wir jetzt mit einem Spruch. Und zwar ist der Spruch aus dem Set voller Mitgefühl. Und zwar das herzliches Beileid. So, schauen wir mal, ob wir es gerade drauf kriegen. Ja, das sieht doch gut aus. Prima. Dann machen wir unseren Stempel gleich sauber. Und dann holen wir uns unser Auflageblatt, dann Schiefergrau und einen Wassertankpinsel. Und da macht ihr euch jetzt nur in dem unteren Bereich so einen kleinen Schatten. Ich gehe dann immer in die Farbe so rein und streiche das so aufs Papier. Das reicht auch schon. Dann gucken wir mal nach unseren Blättern. Jetzt kann man erstmal ein bisschen testen, wie es denn aussehen soll. Also wirklich ganz schlicht und einfach. Und ich teste trotzdem noch ein bisschen. Man könnte jetzt das auch noch so dazwischen stecken hier. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und das kann ja auch hier so ein bisschen drüber gehen über den Banner. Über das Banner, den Banner, über die Banner. Dann können wir auch ändern. Dieses an die Seite und das auf die. Aber ich fand eigentlich das kleinere schöner auf der Seite. Im Prinzip könnte man auch wirklich das alleine lassen. Das ist wirklich ganz, ganz schlicht erscheint. Okay, ich werde jetzt genau so, wie sie jetzt liegen, werde ich sie aufkleben. Und das mache ich wieder mit dem Tombow. Macht euch schön den Kleber da drauf, hinten. Ja. Und der, oh Gott. Und das Blatt.
Warum habe ich denn immer so Wortfindungsstörung? Oh Mann. Es ist schon spät am Abend, ne? Darf man nicht vergessen. So. Also wenn ich das drehe, ist es spät am Abend. Dann kommt das hier drüber. Und befestigen tue ich das wieder mit den Dimensionals. Rückseite von unserem Banner machen wir hinten drei drauf und das kleben wir dann schon mal auf unser Pergamentpapier. Und das soll ja dann einmal hier hin. Setz mir hier mal noch zwei dazu. Zur Sicherheit. Das kann weg. Schaut, dass es gerade ist. Und drückt es fest. Jetzt muss das noch aufgeklebt werden. Das mache ich auch mit dem Tombow. Das könntet ihr auch mit doppelseitigem Klebeband machen oder mit dem Snail. Aber ich nehme immer ganz gerne den Tombow, weil wenn es irgendwie schief aufgesetzt wird, kann man es damit immer noch mal ein bisschen verschieben. Vorsichtig über die Blätter drüber, drückt da auch noch mal den Kleber schön an. Ja, und fertig ist die Trauerkarte. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ist eine kleine Anregung für euch. Ich zeige euch nochmal die andere. Also ich denke, auch wie gesagt, mit einem Blatt hätte es auch gereicht, aber so habe ich halt jetzt beide verarbeitet und ich finde, passt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Alles Liebe, bleibt schön gesund. Liebe Grüße aus Heiligenstadt von eurer Claudi. Tschüss!